Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollegin Beer, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich fand es erstaunlich, dass die Kollegin Wolff hier einen sehr, sehr langen Rückblick auf das Jahr 1998 geworfen hat. Ich kann mich noch sehr gut an die sehr konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit mit Frau Kollegin Herrhausen als damaliger und dann auch in der Folgelegislaturperiode wissenschaftspolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion erinnern. Aber, sehr geehrte Frau Kollegin Wolff, Sie haben doch dann relativ schnell die Kurve in das jetzige Jahr genommen, damit indirekt die erreichten Erfolge, gerade im Hinblick auf die Autonomie von Hochschulen, auf die Planungssicherheit von Hochschulpakten, auf die parametergestützte und damit eben auch über die Zielvereinbarung gesteuerte Finanzbeziehungen zu unseren Hochschulen und auf die zunehmende bessere Ausstattung unserer Hochschullandschaften, aber auch der Forschungsinstitute geschickt, ich sage nur, wir haben es gemerkt, für die Zeit dieser Legislaturperiode vereinnahmt und dabei verschwiegen, dass die meisten Erfolge und Fortschritte an dieser Front in der Legislaturperiode 1999 bis 2003 und unter der Leitung des Wissenschaftsministeriums durch Ruth Wagner erfolgt ist. Ich glaube, so viel Fairness und Ehrlichkeit kann dann schon da sein, und es hätte wahrscheinlich auch zeitlich noch in Ihre Redezeit gepasst. Aber es sollte möglicherweise auch davon ablenken, dass der jetzige Haushaltsentwurf wenig neue große Visionen trägt, die in die nächsten 15 oder gar 15 Jahre weisen können. Denn nach wie vor gilt, dass die stärksten Impulse, die in diesem Haushaltsplan Wissenschaft und Kunst gesetzt werden, durch die Bundesministerin Wanka gesetzt werden. Zum Glück auch für das Land Hessen werden die BAföG-Millionen durch das Bundesgeld übernommen. Das sind jährlich 81 Millionen €. Ohne diesen Betrag wären die Aufwüchse im Wissenschaftsbereich, derer Sie sich hier eben gerühmt haben, gar nicht darstellbar. Liebe Kollegin Wolff, nichts würde dies besser symbolisieren, als dass der Sonderfonds für BAföG-Mittel, der 2015 mit Riesenbromborium eingerichtet worden ist und der angeblich unter Beweis stellen sollte, dass dieses Geld on top in den Haushalt für die Hochschulen einfließt, dass der sang- und klanglos für den Einzelplan 2017 verschwindet. Das ist auch logisch, denn wir sehen damit deutlich, dass eben nichts on top gelingt, sondern dass hier das Bundesgeld zwar für die Hochschulen eingesetzt wird, aber dass eben damit Landesgeld ersetzt wird. Also eine gute Situation für unsere Hochschulen, doch dank Frau Bundesministerin Wanka. Und das, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, gilt sowohl für den Hessischen Hochschulpakt, der komplette Mittelaufwuchs von über 18 Millionen €, den Sie hier genannt haben, ist aus diesen Mitteln gespeist, als auch für den Landesanteil im Hochschulpakt 2020, wo nämlich der Bundesanteil um über 23 Millionen € steigt, während der Landesanteil über 30 Millionen € sinkt. Und auch die Landesförderung, der Landesanteil von 55 Millionen € aus den BAföG-Mitteln kofinanziert wird. Also auch hier wieder regnet es Bundesmillionen. Und dort, wo es keine Bundesmillionen regnet, da sind es EU-Fördermittel, wie z.B. den 16 Millionen € aus dem EFRE-Fonds, die eben leider nicht zusätzlich, das wäre ausgesprochen zu begrüßen, sondern ersetzend für Landesgeld veranschlagt werden. Doch, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn man jetzt denken würde, nun ja, dann nehmen Sie Kürzungen an anderer Stelle zurück, die 20-prozentige Kürzung bei Heureka zum Beispiel oder im Rahmen des Löwe-Programms, weit gefehlt. Hier braucht es einen Änderungsantrag der FDP-Fraktion, um dies anzuregen, und dann wird er auch noch abgelehnt.
Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Grün, Sie verpassen hiermit außerdem die Chance, im Rahmen einer landesweiten Digitalisierungsstrategie Hessen 4.0 Forschung und Entwicklung in diesem wichtigen Zukunftsfeld voranzubringen. Von der Erforschung und Entwicklung von digitalen Lern- und Lehrmaterialien bis hin zur Frage der Cybersecurity könnte Hessen hier mit den von uns vorgeschlagenen zusätzlichen 4,3 Millionen € weitere Schritte gehen hin in den Weg auf das digitale Zeitalter. Wir könnten dank der guten Voraussetzungen, die wir bereits in Hessen haben, unter anderem durch das Löwe-Zentrum KAIST, aber auch das Leibniz-Institut DIPF, gerade mit dem IDEA-Institut dort, die besten Voraussetzungen dafür haben, dass wir über Forschung und Entwicklung in Zusammenarbeit eben auch mit Unternehmen und Start-ups made in Hessen, z.B. im Bereich der Cybersecurity oder der E-Education, als Vorreiter nicht nur in Deutschland, sondern auch international vermarkten. Und wenn Sie dann noch auf die Idee gekommen wären, so wie wir das im Rahmen unseres Begleitantrags auch angeregt haben, die Start-up-Szene mit einzubeziehen, z.B. auch noch über weitere Flankierung von Venture-Capital-Fonds, hier eine Co-Creating-Plattform zu schaffen, auf der ganz neue Ideen disruptiv entstehen würden, was für eine Vision für Hessen 2020, 2025, 2030 allein nichts davon ist in Ihrem Haushalt zu finden. Sich selbst, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sich selbst will der Minister aber gut versorgt wissen. Die Arbeitszeitverkürzung, die Sie über alle Einzelpläne vornehmen, führt interessanterweise zum Stellenaufbau nur im Ministerium und dort auch nur im höheren Dienst. Also der Rest des Ministeriums kann das in irgendeiner Weise rausschwitzen, und wir werden dann ja in den nächsten Sitzungen der Landespersonalkommission erleben, für welche schwarz-grünen Parteigänger diese neuen Stellen geschaffen wurden. Und sehr geehrter Herr Minister, nur dank einer Nachbesserung über einen Änderungsantrag der Fraktionen Ihrer Koalition haben Sie ja bei den Hochschulen noch einmal ein bisschen was draufgetan an dieser Stelle. Ich glaube, dass es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel mehr treffen wird, dass die bisherige Anrechnung auf das Jahresarbeitszeitkonto parallel gestrichen wurde und entsprechend der Einstieg in flexible Arbeitszeit, auch ein Merkmal des neuen digitalen Zeitalters, an dieser Stelle wieder rückgängig gemacht wird. Aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Minister denkt auch an weitere Vermarktungschancen. Also, was dem Tariq Al-Wazir sein Schülerticket-Werbekampagne ist, das ist eben die kommunikationsoffensive Denkmalschutz an dieser Stelle, Frau Kollegin Wolf. Und historisches Erbe, Sie haben völlig recht, Herr Minister, das nennt sich kommunikationsoffensive historisches Erbe. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich durchaus der Meinung bin, dass hier Marketingmaßnahmen zu bündeln, gemeinsam einzusetzen oder auch bei dieser Gelegenheit einmal zu evaluieren, durchaus sinnvoll ist, sehr geehrte Frau Kollegin Wolf. Kollegin Beer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Dadurch, dass das nicht geschieht, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese 600.000 € mehr eine persönliche Kommunikationsoffensive des Ministers sind, denn dass es hier dem historischen Erbe zugutekommt. Von daher, Cross-Fazit, keine großen Visionen, ein weiter so auf guter Basis, aber diese gute Basis haben Sie in Ihrer Regierungszeit nicht erarbeitet. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will da gar nicht vertieft darauf eingehen. Ich musste mich wirklich bei der Frage, welche personellen Dinge wir da wie zu beordnen haben, das hätte mich fast schon da vom Stuhl gerissen. Ich will es aber trotzdem. Sie wissen, manchmal ist es besser, wenn man sich einfach zurückhält. Deswegen lassen Sie mich doch einmal auf zwei Sachverhalte eingehen, die ich immer wieder ganz spannend finde. Wir sind ja als Land, nicht als Land Hessen, sondern als Bundesrepublik Deutschland ein echter Zwerg auf der Weltkarte mit ein bisschen mehr als 1% der Weltbevölkerung. Und nichtsdestotrotz werden aus Deutschland heraus die meisten Hightech-Produkte exportiert.
Und darüber hinaus ist dieses Deutschland die viertgrößte Industrienation der Welt, und zwar hinter den USA, China und Japan. Und wenn man sich die Dinge genauer anschaut, ist eigentlich auch klar, warum das so ist. Das ist so, weil wir nach wie vor als Land, obwohl der Wettbewerb immer schärfer wird, nach wie vor eine unglaublich starke Innovationskraft haben, die darauf basiert, dass wir traditionell setzen auf Themen wie Forschung, Entwicklung und Bildung. Aber es hat auch etwas damit zu tun, dass gerade die Bereiche der Bildung, der Bereich, den Prof. Lorz zu vertreten hat, und den Bereich, den ich zu vertreten habe, hier Bereiche sind, in denen sich der Wettbewerb des Föderalismus außergewöhnlich positiv entfalten kann. Wer sich nicht misst, wer sich nicht im Wettbewerb befindet, der schläft ein. Und schon Ho Chi Minh hat gesagt, wollte ihn zum Abschluss der Haushaltsdebatte das nicht vorenthalten. Schon Ho Chi Minh hat gesagt, nein, Frau Wissler wollte mich verführen. Nein, um Gottes Willen. Nein, Frau Wissler wollte mich. Herr Staatsminister, bleiben Sie bitte bei der Sache. Wissen Sie, da können Sie sehen. Da können Sie sehen, was passiert, wenn man ein kleines Wörtchen vergisst. Frau Wissler wollte mich dazu verführen, Rosa Luxemburg zu zitieren. Da habe ich gesagt, das geht nicht, weil mit Ho Chi Minh ist schon grenzwertig. Aber ich will Ihnen trotzdem nicht vorenthalten, was Ho Chi Minh zum Thema Wettbewerb gesagt hat. Wenn der Tiger aufhört, mit dem Elefanten zu kämpfen, dann wird der Elefant an Ermüdung sterben. In exakt diesem Sinne haben wir, Frau Kollegin Wolff hat darauf hingewiesen, ja, ab 1999 in Sachen Wissenschaft und Forschung wirklich eine echte Aufholjagd gestartet, eine Aufholjagd, die sich sehen lassen kann. Heute, nach 17 Jahren dieses Wettbewerbs, gehören wir eben nicht mehr, weil wir gesagt haben, wir wollen das so nicht mehr, wie das davor gelaufen ist, vor 1999. Wir haben gesagt, wenn man stark sein will, wenn man Forschung und Entwicklung machen will, wenn man vorne dabei sein will, dann muss man eben auch mehr investieren. Und das ist der Grund, warum wir eben heute nicht mehr zum Unterhaus der Wissenschafts- und der Forschungspolitik in Deutschland gehören, sondern dass wir uns mit Bayern und Baden-Württemberg messen. Und ich kann ganz direkt an das anschließen, was der Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN, Matthias Wagner, gestern dazu in der Generalaussprache gesagt hat. Ich habe mich übrigens außergewöhnlich gefreut, lieber Herr Wagner, dass Sie und der Ministerpräsident so intensiv auf das Thema eingegangen sind. Das ist genau der Punkt. Wenn Sie heute irgendwo unterwegs sind, werden Sie nicht mehr auf die Dinge angesprochen, die hier nicht funktionieren, sondern Sie werden auf die innovativen, neuen Dinge angesprochen, die in Hessen geschehen. Und deswegen gibt es einen unglaublich sympathischen, freundschaftlichen Wettbewerb zwischen der Kollegin Bauer und mir, zwischen Hessen und Baden-Württemberg um die ersten Plätze. Und genau so soll das sein. Das ist der Grund, warum wir Wettbewerbsföderalismus betreiben. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir eben diesen Wissenschaftsetat nicht, so wie das vor 1999 in Hessen üblich gewesen ist, als Steinbruch für die Haushaltsverhandlungen missbrauchen, sondern dass wir in diesem Wissenschaftsetat einen echten Zukunftsfonds sehen. Und das ist der Grund, warum es uns gelungen ist, in den vergangenen Jahren diesen Etat auf über 2 Milliarden Euro nahezu zu verdoppeln. Wir haben den Etat der Hochschulen des Landes um fast 60% gesteigert. Und, meine Damen und Herren, im Vergleich der Bundesländer haben wir den stärksten Anstieg bei den Hochschulausgaben. Und insoweit ist natürlich auch der Hochschulpakt, den wir abgeschlossen haben, mit den 13 Hochschulen ein wirklich starkes Signal dieser Koalition, dieser schwarz-grünen Koalition, an Wissenschaft und Forschung. 9 Milliarden Euro für 5 Jahre ist die höchste Summe, die hessische Hochschulen jemals hatten. Und es bildet sich natürlich außergewöhnlich positiv in diesem Haushalt 2017 ab, der echte Maßstäbe setzt. Dazu, und das will ich vielleicht auch einmal sagen zu dieser teilweise inhaltsleeren Diskussion um Investitionen, dazu kommt ein 4 Milliarden Euro schweres Bauprogramm.
Wir haben mit Heureka ja nicht nur ganze Campusanlagen neu geschaffen, sondern bauen jetzt völlig neue Infrastrukturen, beispielsweise Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt oder beispielsweise die Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Das sind Maßnahmen, die nicht einfach Maßnahmen aus Beton sind, sondern das sind echte Regional- und Strukturentwicklungsmaßnahmen. Darüber hinaus wird es für die Hochschulen unseres Landes 160 neue Professorenstellen geben, 50 Professorenstellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs noch obendrauf. Und auch darauf hat Frau Feldmayer hingewiesen. Wir fördern unsere Studentenwerke massiv, weil uns sehr wohl bewusst ist, der Studienerfolg hängt entscheidend auch zusammen mit den sozialen Rahmenbedingungen. Wir haben über Heureka investiert 85 Millionen € in Mensen und Cafeterien. Seit 2007 gibt es über 4.209 zusätzliche Wohnheimplätze. Wir haben einen Sonderkollegen Hinz hat ein Sonderprogramm studentisches Wohnen aufgelegt. Wir haben die Kita-Plätze um 80% gesteigert. Und auch in diesem Jahr steigern wir die Zuschüsse an die Studentenwerke. Das ist seit 2014 eine Steigerung um 20%. Auch das kann sich sehen lassen. Verehrte Frau Kollegin Beer, Löwe ist immer ein gutes Stichwort. Ich weiß aber gar nicht, warum Sie die Dinge so runterreden, wie Sie das hier tun. Das irritiert mich schon ein wenig. Deswegen lassen Sie mich doch vielleicht einfach mal Leute zitieren, die davon Ahnung haben. Das sind die besten Wissenschaftler unseres Landes. Professor Ferdi Schüth, Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, der sagt, mit dem Löwe-Programm hat Hessen eine Marke etabliert, die mittlerweile bundesweit bekannt ist. Die Marke Löwe steht vor einem Exzellenzprogramm auf Landesebene. Oder lesen wir doch einmal nach bei Professor Bernd Schneidmüller von der Ruprecht-Karl-Universität in Heidelberg. Das Löwe-Programm besitzt ein Alleinstellungsmerkmal in der Wissenschaftsförderung der deutschen Länder. Oder, weil Sie ja auch über den Umfang gesprochen haben, hören wir uns doch einmal Frau Prof. Kilper vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung einiges an. Die sagt nämlich, das hessische Forschungsförderprogramm Löwe ist bundesweit einmalig, nicht nur was das finanzielle Fördervolumen angeht. Ich glaube, das ist eine Sichtweise, eine andere Sichtweise als die der pflichtschuldigen Oppositionsfolklore von Frau Beer. Aber das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist mir etwas ganz anderes. Deswegen habe ich Löwe erwähnt. Ohne Löwe wären viele Bereiche, die wir heute, bei denen wir heute mit großen Lösungen antreten, bei Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen, gar nicht denkbar. Nehmen Sie einmal das Thema Cybersicherheitsforschung. Cybersicherheit wird mehr und mehr über den Erfolg oder den Nichterfolg einer Industrienation entscheiden. Und in keinem anderen Bundesland hat sich die Cybersicherheitsforschung, ich verweise auf Darmstadt, so stark entwickelt wie in Hessen. Und das hat damit zu tun, dass wir lange vor anderen Bundesländern uns dieses Themas bewusst geworden sind. Und auch dieser Haushalt legt die Grundlage, dass wir noch mehr dazu beitragen können. Nehmen Sie Krebs, ein wirklich schwieriges Thema. Und keiner von Ihnen wird sagen können, dass er niemanden in seiner Umgebung kennt, den das Thema nicht in irgendeiner Art und Weise betrifft. Und die Zahlen, wenn wir sie uns anschauen, sind bedrückend. Ich habe keinen Zweifel an diesen Zahlen von Professor Greten aus dem Georg-Speyer-Haus zu zweifeln. 2016 erwarten wir alleine in Deutschland 500.000 neue Krebserkrankungen. Binnen der 20 nächsten Jahre werden wir einen Anstieg um 60% haben. Deswegen kann man sagen, Krebs ist eine echte Volksseuche. Aber die Möglichkeiten, und das ist das große Glück in der Krebsmedizin, haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Wir haben im Vergleich der Bundesländer oder wir haben die Situation, dass ich will es mal so rumformulieren. Ich habe bei einem meiner letzten Besuche in der Uniklinik in Frankfurt ein Gespräch mit einer Dame geführt, die trotz Lungenkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium eben überleben wird. Deswegen überleben wird, weil neue Medikamentenklassen gezielte Eingriffe in die Regulation von Tumorzellen zulassen. Das, was das möglich macht, ist, dass für jeden einzelnen Patienten die richtige individuelle Therapie ausgewählt werden kann, und zwar, wenn Grundlagenwissenschaftler mit den Klinikern innovative Konzepte klinisch umsetzen. Und genau das wollen wir mit dem Frankfurt Cancer Institut, in dem das Georg-Speyer-Haus, das Universitäre Zentrum für Tumorerkrankungen und das Max-Planck-Institut in Bad Nauheim kooperieren werden, umsetzen. Und in diesem Haushalt legen wir genau für dieses Institut den Grundstein. Ich will damit, weil ich auch auf die Redezeit schaue, übergehen zu dem Thema Kunst und Kultur.
Ich glaube, auch da kann sich sehen lassen, was dieser Haushalt alles möglich macht. Ich will gar nicht reden von den großen Themen. Alte Meister mit Rubens, Rembrandt bis hin zum Expressionisten Jawlensky, über den Block Beuys bis hin zu den Werken von Gerhard Richter. Das macht den Reichtum unserer Sammlungen von Süden nach Norden, von Darmstadt über Wiesbaden bis nach Kassel aus. Aber wir fördern eben nicht nur die Leuchttürme und die Großen, von denen Sie gesprochen haben, Herr Grumbach, sondern wir haben alleine 28 Projekte gefördert über den neu geschaffenen Kulturkoffer, über den Hessischen Museumsverband und die Steigerung der Mittel für eben kleinere Museen, private Museen, hat Frau Feldmayer gesprochen. Und, meine Damen und Herren, eines ist ganz wichtig. Wir empfinden eben auch Film als ein wichtiges kultur- und wirtschaftspolitisches Thema. Deswegen freue ich mich auf die intensiven Diskussionen, die Sie mir einmal angedroht haben, die wir über das Thema führen wollten. Sie sind nur nie gekommen. Also, ich würde mich freuen, mittlerweile sehr mit Ihnen darüber zu diskutieren. Denn wir haben wirklich die Weichen für die Zukunft außergewöhnlich gut in diesem Zusammenhang gestellt, mit der Neugründung der Hessen Film GmbH, durch Bündelung der Förderstränge, durch die klaren Strukturen. Aber auch hier setzt der Haushalt 2017 ein ganz deutliches Zeichen. Wir erhöhen die Mittel gegenüber 2016 um 1 Million €. Wir wandeln eine weitere Million von einer Darlehen in eine Zuschussförderung um. Und umso mehr freue ich mich, und das ist wirklich ein echter Meilenstein für das Filmland Hessen, dass wir offensichtlich alles richtig gemacht haben im Zusammenhang mit der Aufstellung unserer Filmförderung. Denn anders ist die Aufnahme in den Verbund Focus Germany nicht zu erklären. Und was wirklich ein Wendepunkt ist in diesem Haushalt, ist das Deutsche Tapeten- und Raumkunstmuseum in Kassel. Wir haben den Knoten durchschlagen. Diese schwarz-grüne Koalition hat den Knoten durchschlagen. 1993 hat eine Sozialdemokratin einen Vertrag geschlossen, und wir haben jetzt umgesetzt, dass die in diesem Vertrag zugrunde gelegten Voraussetzungen eben auch umgesetzt werden. Das Deutsche Tapetenmuseum in Kassel, das kann man damit sagen, in der Torwache, ist mit dem Haushalt 2017 gesichert. Erstmals seit 1993 wird die Maßnahme und der beabsichtigte Neubau schwarz auf weiß im Haushaltsplan ausdrücklich erwähnt, veranschlagt und öffentlich nachlesbar gemacht. Das bedeutet, jetzt geht es los mit einem Architektenwettbewerb in 2017, mit der Erstellung einer Entscheidungsunterlage Bau in 2018 und dann eben mit den weiteren Schritten, wie beispielsweise Teilabriss und Bauausführung. Das ist eine außergewöhnlich gute Nachricht, die dieser Haushalt beinhaltet. Ich glaube, wenn man einen Summenstrich zieht, kann man sagen, dieser Haushalt legt ein stabiles und ein außergewöhnlich gutes Fundament für den. Ja, man kann sagen, lieber Kollege Günther Rudolph, nehme den Zwischenruf sehr gerne auf, dass auch die SPD das so sieht. Er legt nach einmal mehr einen wirklich historischen Grundstein für Wissenschaft und Kunst in Hessen. Und das sollte uns alle freuen. Deswegen können Sie diesem Einzelplan guten Gewissens zustimmen. Herr Minister, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Gibt zum Einzelplan 15 noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass die Beratung zu den Einzelplänen abgeschlossen ist. Wir kommen zu der Abstimmung. Bei den Einzelplänen müssen wir dann auch noch jeweils ein paar Anträge mit abstimmen. So, dann beginnen wir mit dem Einzelplan 01, Hessischer Landtag. Wer ist dafür? Alle einstimmig. Brauche ich nicht zu fragen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Einzelplan 02, Hessischer Ministerpräsident. Hier haben wir zwei Anträge. Einmal den Tagesordnungspunkt 41, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Einigung auf Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Entlastet Hessen ab 2020 jährlich um mehr als 500 Millionen €. Wer diesem Dringlichen Entschließungsantrag zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, GRÜNE. Wer ist dagegen? FDP. Wer enthält sich? SPD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So, damit ist dieser Antrag beschlossen. Dann 42, Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Hessen 4.0, Agenda, digitales Hessen usw. So Drucksache 19.41. Herr Kollege Rock, was kommt jetzt noch? Wir würden den gerne in den Ausschuss schicken, Hauptausschuss und mitberaten BVA. So, wie ist die Stimmungslage?
keiner will sich groß streiten. Also dann ist einvernehmlich in den Hauptausschuss und WVA. So. Und der Kollege Bellino weist noch darauf hin, dass man vielleicht im Ältestenrat noch behandeln. Können wir sehen, dann, wie wir es machen. Gut. Dann rufe ich auf den Einzelplan 02. Hessischer Ministerpräsident, wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Dann ist der Einzelplan 02 beschlossen. Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innen- und für Sport. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, so beschlossen. Einzelplan 04, Hessisches Kultusministerium. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, so beschlossen. Einzelplan 05. Einzelplan 05, Hessisches Ministerium der Justiz. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übrige Haus, dann ist das beschlossen. Einzelplan 06, Hessisches Ministerium der Finanzen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen ist das übrige Haus. Dann haben wir Einzelplan 07, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Dann ist der Einzelplan beschlossen. Einzelplan 08, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Was? FDP? FDP war zu weit. Dann also CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Dann der Einzelplan so beschlossen. Einzelplan 09, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Dann ist das so beschlossen. Einzelplan 10, Staatsgerichtshof. Wer ist dafür? Das Ganze, Frau Kollegin Wissler, macht es auch mit. Ja. Also das Ganze aus, einstimmig, so beschlossen. Dann haben wir den Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof. Da gibt es in Top 16 Beschlussempfehlungen Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag des Präsidenten des Rechnungshofs betreffend Rechnung über den Haushalt des Hessischen Rechnungshofs, Einzelplan 11 für das Haushaltsjahr 2015, die Drucksache 19/3860 zu 19/3457. Der Berichterstatter, Abg. Landau, freut sich, dass er heute verzichten kann auf den Bericht. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um die Zustimmung. Das ist einstimmig. Dann ist das so beschlossen. Und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 11. Hessischer Rechnungshof, wer ist dafür? Das ganze Haus beschlossen. Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Dann so beschlossen. Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? Das übrige Haus. So beschlossen. Und Einzelplan 18, Staatliche Hochbaumaßnahmen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? Das übrige Haus. Dann ist auch dieser Einzelplan so beschlossen. Denn die Einzelpläne und die Tagesordnungspunkte dazu abgestimmt sind, kommen wir zum Gesetzentwurf. § 17 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung wird ein Gesetzentwurf, der in drei Lesungen zu beraten ist, einem Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen. Das wissen wir. Es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2017 in der vom Haushaltsausschuss empfohlenen Fassung, Drucksache 19/4093 zur Drucksache 19/3674 zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Haushaltsausschuss zurückzuüberweisen. Das ist hiermit geschehen. Keiner hat etwas dagegen. Dann stelle ich fest, dass wir diesen Punkt so abgeschlossen haben und der Haushaltsausschuss sich mit großer Freude an die weitere Beratung machen kann. So,